Herrliches Wetter heute. 12 Grad. In der Sonne natürlich schon mehr. Und wie man sieht, haben wir gerade komplette Ebbe. Dieser Strand ist normalerweise überspült. Ungefähr 1,5 Meter, je nach Tide. Den Umkehrpunkt. Und da schaue ich mal, ob da was geht. Möwen signalisieren ja. Shortjig, ein kleiner Slowjig, wenn man so will, mit ein paar phosphoreszierenden Haken dran. Die sollten eigentlich auch Plattfische anlocken können. Ein Stündchen hatte ich zum Experimentieren, dann musste ich mich wieder vom Strand verdrücken, weil das Wasser dann eben steigen würde und ich nur Tracking Boots anhatte. Und raus damit! Der Strand fällt an der Kante, die man erkennen kann, steil ab. Bei maximaler Wurfweite habe ich etwa 7 Meter Wassertiefe. Ich wollte mal versuchen, hier auf Blattfische zu jiggen, weil auch ein kleiner Bach hier einläuft und damit das Wasser leicht angesüßt oder brackish, wie man auf Englisch sagt. Und nach ein paar Würfen gab es auch schon Kontakt auf den Slowjig. Ja, guck mal, da war tatsächlich ein Fisch dran. Ich weiß zwar nicht was, vermute kleiner Dorsch. Auf Slowjig fühlt sich jetzt nicht unbedingt nach Blattfisch an, obwohl ich keine Erfahrung habe mit Blattfisch, ehrlich gesagt. Meinen letzten Blattfisch habe ich vor fast 40 Jahren gefangen. Da war ich einmal in der Ostsee. Das ist, glaube ich, Steinbutt oder sowas. Schwer zu sagen, was das hier wird. Ja, ein kleiner Dorsch. Aber schön gefärbt hier. Dorsche haben hier ein Mindestmaß von nur 40 cm. Viel zu wenig, da sie sich bei dieser Länge meist noch nicht reproduziert haben bzw. noch nicht laichreif sind. Wenn ich Dorsche mitnehme, dann haben sie über 50 cm. Das musste ich auch einem einheimischen alten Berufsfischer erklären, der nicht so recht verstand, was ich da gemacht hatte. In dieser Region, wo ich jetzt lebe, wird Nynorsk gesprochen, eine Minderheitensprache. Ich kann nur ein paar Brocken und einige Sätze. Wir haben uns auf Englisch unterhalten. Ja, inzwischen habe ich meinen Meerforellenkühler, meinen speziellen Meerforellenkühler dran gemacht. Von Meerforellen aber keine Spur. Aber stattdessen hier im ganz flachen Wasser, im knietiefen Wasser, Nachläufer von 2-3 Kilo Fischen gehabt. Ich bin mal gespannt, was das war. Einen hatte ich kurz dran, möglicherweise ein Pollack. Tatsächlich, da hängt einer. Upp. Ui! Guck dir das an. Das ist übrigens die Route, deren Griffe ich modifiziert hatte. Darüber habe ich bereits ein Video gemacht. Gut, Fischke. Wahrscheinlich guter Pollack. Durch die Griffmodifikation kann ich es jetzt so im Drill einsetzen, nämlich vor der Rolle, wie ich es gerne hätte. Nee, ein Dorsch im ganz flachen Wasser. Wow! Heiliger Strohsack, ein richtig guter Dorsch, direkt an der Kante. Ja, hammerhart. Wahnsinn!